Möchtest du den roten Knopf drücken? Ja, los, roter Knopf. Ich weiß zwar, dass das eine falsche Entscheidung ist, ich bin mir schon total sicher, dass das der Zerstörerknopf ist, aber... Ja, Let's Play Ben hat den roten Knopf gedrückt. Was denn das für ein Teil? Okay, ja, das sieht schon mal gut aus. Hast du das gesehen? Die ultimative Waffe wurde wiedergeboren. Die giftige Blume steht jetzt in voller Blüte und wird alle außer Team Flair ins Verderben stürzen. Die giftige Blume in Chromlexia erblüht. Der Traum unseres Bosses, eine Welt der Schönheit zu erschaffen, wird wahr. Summa summarum heißt das ein Sieg für die Wissenschaft. Ach ja, und ihr denkt jetzt, ihr werdet das überleben und... wie genau habt ihr das gedacht? Wie genau habt ihr vor, jetzt zu überleben nach dieser Aktion? Es wird doch alles vernichten, auch euch, aber gut, ich würde jetzt schnell hier die Sache aufhalten, nicht lange zögern, mal schnell hier wieder gut machen, was ich hier verbockt habe. Das kann es ja nicht wirklich sein, dass ich jetzt hier die Schuld an der Weltvernichtung trage und das einfach auf mich nehme. Jetzt müssen wir irgendwie jetzt mal, dass irgendwie diese Waffe jetzt hier stoppen. Das ist egal wie, irgendwas. So, jetzt mal schnell fliegen. Jetzt mal hier schnell bei Ortens hier. Das ist, wo ist denn die Stadt? Hier. Chromlexia. Schnell mal los hin. Also, vielleicht können wir das irgendwie noch verhindern, dass diese Sache gezündet wird. Ich weiß nicht wie, aber vielleicht kriegen wir das hin. Schnell nochmal Pokémon aufladen, weil vielleicht lässt sich da irgendwas noch machen. Das, ich möchte nicht, dass das mein letzter Tag in Carlos gewesen ist. Gut, lass uns gucken. Wow, hier stehen sie alle schon. Die Flair-Rücke. Langsam, 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 vorsichtig dorthin. Wow, schaut euch diese Waffe an. Wow, ist die riesig. Oh, alle Häuser hier umgeschubst, ja. Oh, da kann man ein Foto machen. Ich mache mal ein Foto vor der Waffe. Nee. Taschen, wie kann ich dir behilflich sein? Ein Foto machen. Suchen wir mal einen passenden Hintergrund. So, mein. So, lächeln, cheese. Okay, ja, so geht's auch. Foto speichern, ja. Geil, hier vor der Waffe. Aber jetzt hier nicht sehr viel rumgefotografiert. Jetzt hier mal ein bisschen. Jetzt muss mal hier ein bisschen schnell vorangehen. Ja, gut, gib ein bisschen Trinkgeld. 1000. Dafür, dass er sich in die Gefahr übergeben hat hier. Vielen Dank. Ja. Ich mache hier noch Fotos, während die hier aktiviert wird. Aber warum ist die nicht aktiviert worden? Warum? Ja, egal.
Respekt, du hast es bis hierher geschafft. Das zeigt zumindest schon mal, dass du es ernst meinst. Oh, erstmal ein Kampf. Da hinten ist doch dieses Versteck. Da müssen wir jetzt erstmal hin. Christoph hat 100 irgendwas CP-Punkte. Justin erreicht Level 43. Du siehst Rüpel, Team Flair. Wehe, du blinzest jetzt. Wenn du mich noch besiegst, dann sieh mir wenigstens ins Gesicht. Ja, gerne doch. SW Ben gewinnt 1800 Puck-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Team Flair-Rüpel hervor. Meister Flordelis versucht stets, seine Visionen in die Tat herumzusetzen. Findest du nicht auch, dass das äußerst bewundernswert ist? Ja, seine Vision in die Tat umzusetzen ist auf jeden Fall schon mal bewundernswert, aber ob seine Visionen so bewundernswert sind, jo, da wäre ich mir nicht so sicher. Let's play, man. Ich komme auch mit. Oh, Senna. Nicht Senna. Heißt die Senna? Keine Ahnung. Als ich im Labor war, habe ich mich die maskierten Hände unten darüber unterrichtet, was hier gerade vor sich geht und vor allem, was Team Flair mit der ultimativen Waffe vorhat. Los, lass uns Team Flair lass uns Flordelis selbst das Handwerk legen. Denn trotz all diesen ihren Fehlern und Unzulänglichkeiten hat die Welt es verdient, weiter zu existieren. Okay, los geht's. Rinder. Mein Pokémon-Team ist aufgeladen. Ich bin kampfbereit. Runter geht's. Und die kommt mit? Oder kommt sie nicht mit? Rums. Wow. Nach einem Kameraschwenk geht's jetzt langsam raus. Hier ist das. Hier ist das echte Hauptquartier. Das sieht doch schon viel mehr nach einem Hauptquartier aus. Und ich schleiche mich hier dran vorbei. Möchte mich jetzt nicht unbedingt mit jedem hier kämpfen. Und da sehe ich auch schon Flordelis. Los geht's. Die ultimative Waffe ist wie eine Blume aus dem Boden gesprossen und steht nun in voller Blüte. Ist ihre Schönheit nicht einfach hinreißend? Und während wir hier sprechen, bezieht sie Energie von legendären Pokémon. Sorry für den Versprecher. Wir werden nicht zulassen, dass du die ultimative Waffe einsetzt. Obwohl Ressourcen, Platz und Energie auf dieser Welt begrenzt sind, wird sie inzwischen von viel zu vielen Menschen und Pokémon bevölkert. Wer von anderen Geld und Energie raubt, ist im Vorteil. So läuft es leider auf dieser Welt. Aber das gibt dir noch lange nicht das Recht, alle bis auf die von dir Auserwählten auszulöschen. Hat sie gerade alle bis auf die... Okay, egal. Lass mich euch eine Frage stellen. Ihr besitzt genau einen Mega-Ring. Habt ihr ihn miteinander geteilt? Das ist doch etwas völlig anderes. Ja, wir haben um ihn gewetteifert, aber wenn es von irgendwas nur ein Exemplar gibt, dann kann man es nicht teilen. Wenn man etwas nicht teilen kann, dann will man es für sich haben. Wenn man etwas für sich haben will, dann bekriegt man sich deswegen. Letzten Endes gibt es nicht genug für alle. Es gibt nur einen Weg, diese Welt zu erschaffen, in der es genug für alle gibt, in der das Leben schön ist. Man muss ihre Bewohner reduzieren. Was ist mit dem Pokémon? Du weinst? Warum? Pokémon dürfen nicht mehr existieren. Sie sind wundervolle Geschöpfe. Menschen und Pokémon sind Hand in Hand gegangen und haben zusammen so viel erreicht.
Aber genau deshalb wären Pokémon unweigerlich als Werkzeug zu streiten und Rauben benutzt werden. Das reicht jetzt. Ihr wollt die ultimative Waffe aufheizen und ich werde das nicht zulassen. Das Einzige, was wir tun können, ist kämpfen. Juhu! Auf geht's in den Kampf. Eine Herausforderung von Team Flair, Flodidis. Ein neues Mal. Neuer Versuch, neues Glück. Ich würde mal direkt mal zu Lucario wechseln. Die schien nämlich, zumindest was die ersten zwei Pokémon anging, etwas im Vorteil zu sein. Also, meine ich zumindest. Zum Kick. Oder auch nicht. Los, Jason. Ich muss den natürlich wieder heilen. Also. Ich weiß, das war jetzt eine blöde Aktion, aber. Ich hätte die eigentlich an den Anfang stellen sollen, aber. Gut, vorbei. Vorbei ist vorbei. Du hast Nitro-Ladung. Vielleicht kriegst du es hin. Oder auch nicht. Wuhu. Naja, Versuch was wert. Ist ja eigentlich egal, weil. Oha! Ich darf sogar nochmal einsetzen. Ach du Köpfe. Und wie Schuh wurde besiegt. Wuhu! Let's Play Markus erhält Level 40. Wuhu! Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Nächstes Pokémon, Gyarados. Weiter kämpfen. Versuch noch, das Pokémon aufzu. Vielleicht kann ich da irgendwas tun, denn vielleicht ist Let's Play Markus doch gar nicht so schwach. Ich habe einen Hypertrank habe ich. Gut, einsetzen. Auch wenn ich weiß, das wirkt hier nicht viel, das ist ein Wasser-Pokémon, das ist Let's Play Markus, ja. Feuer-Pokémon. Nassschweif. Und das war's dann auch mit Let's Play Markus. Der Trank war sonst. Ja, habe ich doch gern gemacht. Gut, dann würde ich mal sagen, Lucario. Ich weiß, du warst schwach hier drin, aber gib dein Bestes. Mega-Entwicklung und Aura-Sphäre. Und Aura-Sphäre, los geht's. Wird doch machbar sein. Erdbeben. Oh nein. Gut, würde ich mal sagen. Los, Christoph! Vielleicht kannst du es zu etwas bringen. Schädelwurmer? Ja, die Attacke ist eigentlich kacke, weil. Ich kann eher Wutanfall einsetzen. Halt aus! Super, Schädelwurmer! Ah! Halt durch, Christoph! Ich vertraue auf dir. Schädelwumme. Du schaffst das, Christoph. Ich glaube an dir. Attacke. Yes! Christoph, du bist der Beste. Immer auf Höchstform. So wie ich ihn kenne. Level 52. Letztes Pokémon. Pyrollo. Weiter kämpfen. Das kriegst du vielleicht auch noch hin. Christoph. Oh, ist ein Feuer-Pokémon. Wie es aussieht. Oh, no, sind noch zwei. Also ist gar nicht das letzte. Surfer. Vielleicht kriegst du das hin. Fallwelle. Oha. Surfer.
Das sieht doch gut aus. Erstes Pokémon. Los, komm. Hau ran. Lilifikate erreicht Level 45. Traumchef. Das kriegen wir auch noch hin. Komm, komm, komm. Ja, damit. Und Attacke. Einmal Surfer, einmal Surfer. Los, komm, 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 komm. Wer siegt? Das ist der beim ersten Versuch. Naja, nicht ganz beim zweiten, aber gut. Beim ersten Versuch. Das ist der Flo Delis. Die Kraft hat sich für eine Sache einzusetzen. Aber wofür setzt du dich ein? Für deine Zukunft, die nur noch schlimmer wird als die Gegenwart. Let's Play Man gewinnt 10.200 Punkte-Dollar. Und geht siegreich aus dem Endkampf gegen Flo Delis hervor. Yeah! Beeindruckend, du bist wirklich stark. Aber du kommst zu spät. Es gibt jetzt keine Hoffnung mehr. Geh runter in den untersten Stock und sieh es dir mit eigenen Augen an. Es ist überhaupt nicht zu spät. Gehen wir das legendäre Pokémon suchen, Zwergwürst. Ein starker Trainer lässt sich nicht von seinem Pokémon beschützen, sondern beschützt diese umgekehrt. Genauso, sieh nur. Da hinten geht es runter zu den unteren Stockwerken. Los geht's!